Hallo liebe Freunde von CryptoTV. Hinter mir ist Frau Lassing, besser gesagt die Grenze zu Österreich und Deutschland. Und heute haben wir so einen Begegnungsspaziergang zwischen Deutschland und Österreich in dem Corona-Zeitalter. Das Motto ist einfach grenzenloses Leben. So würde ich mal sagen, grenzenlose Freiheit, grenzenlose Menschenrechte. Und jetzt schauen wir mal zurück zur Grenze, wie es da weitergeht. Sie haben da einen sehr wichtigen Zettel, wie Sie sehen. Die gesetzeswidrigen Bestimmungen. Dankeschön. Es ist evident, dass diese Maske was helfen wird. Ich wollte den Anzeigen vergleichen. Aber hat man auch noch sogar schon gesagt, die Straßenverkehrsordnung ist eine Verordnung. Ich tue da mal das Haar von deiner Augen. Aber im Gegensatz dazu ist ja das. Das eine ist gesetzeskonform und das, was wir da jetzt gerade praktizieren, ist gesetzeswidrig. Ich gehe einiges in der Schwebe mit der Aufhebung. Verordnung ist schon so ein interessanter Aspekt, weil eine Verordnung zu Verordnung etc. normal sind da Gesetz da. Und die Verordnung ist immer speziell, aber das ist eh recht schon für einen Offizier. Nein, aber nur einmal, das Lustige ist, es wird immer so gerne geredet, ja, da sind die Verschwörungstheoretiker. Kein österreichischer Bürger, kein deutscher Bürger hat jemals irgendwo protestiert gegen das Handwaschen. Haben Sie einen Protest mitgekriegt, dass einer gesagt hat, nein, Handwaschen mache ich nicht? Das, was logisch ist, was einem der Hausverstand sagt, was man mitunter auch bereitwillig tut, sagt kein Mensch was. Nur bei den Masken ist es halt tatsächlich so, da gehen die Meinungen auseinander. Und wie gesagt, wenn ich heutzutage privat spazieren gehen darf ohne Masken, ja, und bei auf einer Demo ist zwecks Veranstaltung die Pflicht. Ich habe einen Zettel los, oder nicht? Ja, haben Sie mal eben. Danke, bin ich Bilder. Der Redner ist kurz ebenso, ciao. Gut, also, davon, gell, dass da irgendwie so weit ankommt. Kommt ja einiges daher, wie man sieht. Ja, es wird sich schon nicht umsonst sein, ich fand sie. Ich wünsche einen ruhigen Dienst. Ehrlich zu sein. Ach, das zweite Team war ein Vollhang-Team, das Team, wo ich dabei war, weil der kenne ich die Leute, die waren eigentlich ganz okay. Das Lustige ist, sie haben für den letzten Bericht haben sie dann eine Maske aufsetzen müssen vom Sender aus. Ja? Also, ich sage Ihnen das. Ich kenne nur Leute, die sagen, ja, okay, pass auf, ich bin jetzt nicht unbedingt der Betrieb. Vorsicht und Schaden in den Landhandel. Nehmt keine Versuchskaninchen, nehmt Politiker. Schluss mit der Fake-Pandemie. Keine Angst vor Corona, sondern vor Politikern. Corona-Faschismus. Thank you.
Schauen wir mal nach Deutschland, Omi, bei der Salzachuferseite, was sie da schon spült. Ja, da hinter mir, da ist Deutschland. Ich glaube, da sind genauso viele Leute wie da. Wahnsinn. Oder fühlt. Ja, vor zwei Jahren habe ich mein Thank you.
Hallo Salzburg! Hallo Österreich! Habt ihr gute Laune? Sehr schön, sehr schön! Wir brauchen nur noch kurz, wir haben es gleich, hoffe ich. Ruhe, 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 Ruhe,